Ich bin kein Held. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Guten Abend. No, Petrov. Sie sind ja sogar noch wach. Nein. Das System läuft einwandfrei. Alles war okay. Alles lief gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Großartig. Nun, dann machen Sie mit dem Protokoll weiter. Sie können sich jetzt entspannen. Genau. Kampfeinheit, eure Schicht ist um. Hauptsystemoffizier der Kommandozentrale, übergeben Sie Ihre Schicht. Luftraumüberwachung, eure Schicht ist beendet. Bereich 44, es ist Schichtwechsel. Ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Ja, alles gut. Kampfeinheit, bestätigen Sie Übernahme der Schicht. Kampfeinheit, bestätigt den Schichtwechsel. Assistent des Weltraumbeobachters, bestätigt Schichtwechsel. Überprüfen Sie sofort alle Übertragungskanäle. Funktionieren alle Übertragungskanäle? Normal. Probier den zweiten. Normal. Den dritten? Normal. Vierte? Übertragungskanäle normal. System funktioniert. Kampfeinheit handelt wie vorgeschrieben. Nummer 32 übernimmt die Schicht. Wir haben zwei Satelliten in unserer Beobachtungsreichweite. Kampfeinheit in Gefechtsbereitschaft versetzen. Die Weltraumbeobachtung Nummer 5 hat zwei Satelliten in Überwachungsreichweite festgestellt. Stellen Sie sofort die Berechnung Ihrer Flugbahnen her. Vor allem die des zweiten Satelliten südlich von Moskau. Macht weiter, wir überprüfen das. Langsam und beständig bis zum Morgen, Genossen. Lasst uns arbeiten. Kannst du das glauben? Ich gehe gestern am Rechenzentrum vorbei. Da höre ich Gelächter. Du wirst mir bestimmt nicht glauben, was da passiert ist. Eine Mechanikerin wollte etwas aus dem Kopierer holen und ist stecken geblieben. Fünf Kerle stehen um sie herum. Keiner hilft ihr. Niemand kommt zur Hilfe. Und die Kerle sagen, wir können nicht. Der Ausblick ist so fantastisch. Unser System erhält ein Signal aus dem Weltraum. Eine Rakete kommt. Wiederhole, Rakete kommt. Von der Militärbasis an der Westküste der USA. Startzeit 001503. Scheiße. Jedermann geht sofort zurück an seinen Platz. Hört zu und folgt meinen Befehlen. Wiederhole, Startzeit 001503. Überprüfen Sie auf Richtigkeit. Höhe der Wahrscheinlichkeit maximal. Überprüfen Sie sofort das Gefechtsprogramm. Überprüfen Sie die Funktionalität der Weltraumbeobachtung. Melden Sie mir sofort alle Ergebnisse. Nikolai, nimm mit denen im Rechenzentrum Kontakt auf. Sie müssen sofort hierher kommen. Überprüf die Funktionalität aller Gefechtsprogramme. Achtung, alle Programmierer. Geht sofort in euer Rechenzentrum und überprüft die Funktionalität aller Gefechtsprogramme. Ich will sofort alle Ergebnisse haben. Wie viele Satelliten überwachen die US-Basis? Überprüf schnell die Funktionalität aller Gefechtssysteme. Ich brauche den Computerausdruck, schnell! Verstanden. Arbeitet! Verdammt, wie können Sie unter diesen Bedingungen feststellen, ob eine Rakete gestartet ist? Ich brauche den Bericht der Luftraumüberwachung. Hat sie die gestartete Rakete gesehen? Ich brauche sofort eine Bestätigung der Luftraumüberwachung. Verstanden. Schnell, ich brauche eine Bestätigung. Bodenstation, was haben wir? Wie ist unser Notfallplan? Geht sofort zur Einheit 10 und überprüft das. Könnt ihr Raketen auf den Monitoren sehen? Bestätigen oder ablehnen, ich brauche ein Ergebnis. Könnt ihr den Raketenstart bestätigen? 11 ist normal. Überprüft die 12. Sag schnell! Mädels, was ist an der 12. Linie zu sehen? Unterschreib hier. Schnell. Zeig mir, was du ausgedruckt hast. 101 an 105. Die Bodenanlage ist funktionstüchtig. Verstanden. Wie lauten die Berechnungen? Ich habe noch keine Antwort. 101 an Luftraumüberwachung. Wieso bekomme ich von Ihnen keinen Bericht über die abgefeuerte Rakete? Ich habe keine auf dem Schirm. Wiederholen Sie.
Ich sehe hier keine Rakete. Was meinen Sie damit? Aber das heißt nicht, dass nichts da ist. Die Beobachtungsumstände sind sehr problematisch, Oberstleutnant. Es ist jetzt Tag an der Westküste und immer noch Nacht im Osten. Ich meine, die amerikanische Basis, die wir beobachten, liegt genau dazwischen, am Schnittpunkt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Aber Sie können nicht sagen, dass da kein Objekt ist. Nein, Genosse Oberstleutnant. Ich kann nicht sagen, dass es da nicht ist. Verdammt. Weitere Beobachter zur Luftraumüberwachung. Verstanden. Weitere Einheiten zur Luftraumüberwachung. 101 an 109. Ich brauche eine Bestätigung. Verstanden. Überprüft auch die Parameter. Alles funktioniert. Letztes Resultat. Es passt. Es passt alles zusammen. Keine Fehlermeldung vom Rechner. Hast du was? Nein, nichts. Ich kann nichts sehen. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Macht weiter. Verstanden. Wir haben da nur einen Satelliten. Unsere Beobachtungsdaten wurden nicht bestätigt. Ich warte immer noch auf den Bericht der Luftraumbeobachter. Ich weiß, Oberstleutnant. Das Hauptquartier ist über den Angriff bereits informiert. Die warten nur noch auf Ihre Bestätigung. Alles funktioniert ordnungsgemäß. Ich wiederhole, alle Systeme funktionieren ordnungsgemäß. Die dritte? Klar, die vierte? Ivanovic, hast du irgendwas? Alles klar. Funktionieren alle Computersysteme? Funktionieren ordnungsgemäß. Es gibt keine Hinweise auf Fehler, das haben wir überprüft. Ich geb's durch. Luftraumüberwachung an 101. Wie lautet Ihr Bericht? Die Überwachungsumstände bleiben immer noch kompliziert. Wir können es nicht erkennen, da die Sicht immer noch sehr schwierig ist. Wir können nicht bestätigen, dass es einen Raketenabschuss gab. Aber wir können es auch nicht verneinen. Wir können es nicht entscheiden. Es gibt keine Fehler im Computersystem. Alles normal. Verstanden. Die Bildschirme und Gefechtsprogramme arbeiten ordnungsgemäß. Ich habe verstanden, dass unsere Bodentruppen die Raketen nicht sehen können. Dennoch, alle unsere Gefechtsprogramme und Bildschirminformationen arbeiten ordnungsgemäß. Und bestätigen einen Raketenabschuss. Verstanden. Sämtliche Messungen wurden mit unserer Infrarotausrüstung durchgeführt. Alle bestätigen einen Raketenabschuss. Verstanden. Arbeitet weiter. Genosse Oberstleutnant. Visuelle Kanäle sind nur zweitrangige Hilfsmittel. Der Hauptcomputer zeigt uns die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Abschuss an. Wir müssen jetzt dem Protokoll folgen. Wir werden nicht mehr reagieren können. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Genosse Oberst, hier spricht Genosse Petrov. Wie ist die Lage? Ich erhalte widersprüchliche Informationen. Sie sagen, dass das ein falscher Alarm ist? Korrekt. Falscher Alarm, es gibt keine Rakete. Sind Sie 100% sicher? Ja, das ist korrekt, Genosse Oberst. Nur ein falscher Alarm. Verstanden. Weiterarbeiten. Verstanden. Wahrscheinlichkeit maximal. Gib mir die 3. Mach schon. Gib mir die 3. Genossen, Linie 7. Wir
wurde von einer zweiten Rakete berichtet. Genosse Oberst, ich brauche sofort einen Bericht. Ich melde eine zweite Rakete. Ich melde, eine zweite Rakete ist im Anflug. Ich wiederhole, ich melde eine zweite Rakete. Es kommt eine zweite rein. Setzen Sie sich mit dem Leiter der politischen Abteilung in Verbindung und auch mit dem Hauptingenieur. Informieren Sie beide, ich kontaktiere den Kommandanten. Er ist zu einer Geburtstagsparty gegangen. Dennoch muss er sofort über das, was hier vor sich geht, informiert werden. Wir haben ein Signal über den Start zweier Raketen erhalten. Ist das jetzt angekommen? Verstanden. Hallo, Genosse Oberst. Hier spricht Petrov. Wissen Sie, wie spät es ist? Was? Hallo? Warum zur Hölle rufen Sie so spät noch an? Falls ich Sie geweckt habe. Verflucht hat das nicht Zeit bis morgen. Verdammter besoffener Idiot. Teufel. Scheiße. Hallo, Genosse Oberst. Nochmal Petrov. Ich hatte Ihnen verboten, hier anzurufen. Hören Sie, der Computer zeigt einen echten nuklearen Raketenabschuss an. Was? Die erste Rakete wurde von unserem System um 00:15:03 entdeckt. Eine zweite um 00:15:35. Was ist da los? Was ist da draußen los? Eine dritte Rakete wurde soeben geortet. Wiederhole, dritte Rakete kommt rein. Zeitpunkt der Erkennung 001806. Hören Sie mich, Petrov. Wie glaubwürdig ist das? 100%. Echtheit der dritten Rakete bestätigt. Weitermachen, Petrov. Finden Sie raus, was da los ist. Ja, Genosse Oberst. Was ist hier? Der Scheiße. Es kommen mehr und mehr Signale rein. Es kommen mehr und mehr Signale rein. Soeben wurde eine vierte Rakete entdeckt. Ich wiederhole, eine vierte Rakete nähert sich. Startzeit 001933. Eine fünfte. Wir haben eine fünfte entdeckt. Wo kommen die alle her? Es kommen immer mehr rein. Wir bekommen gerade die Information, dass sich fünf Raketen auf uns zubewegen. Ich wiederhole, wir haben soeben die Information erhalten, dass sich jetzt fünf Raketen auf uns zubewegen. Wiederhole, fünf Raketen. Was ist denn da draußen nur los, Herr Fluchtbaumann? Hier ist es Nacht, aber dort ist es Tag. Ich kann sie einfach nicht sehen. Beobachtet genau. Sie müssen doch irgendwo sein. Zweite Rakete. Nur noch 8 Minuten. Na los, beeilt euch! Macht schneller! Los, schneller arbeiten! Los! Verstanden, weiterarbeiten. Unsere Computerspezialisten haben alle Wahrscheinlichkeiten für einen Angriff berechnet. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Ich verstehe. Was sagt das Team aus dem Rechenzentrum? Sie werden es nicht einmal rechtzeitig schaffen, hier zu sein. Das ist nicht zu ändern. Keine Panik, bitte. Komm schon. Wir brauchen klare Sicht. Zeigt euch. Ich brauche klare Sicht. Wir können nicht mehr länger warten. Wir verlieren zu viel Zeit. Noch 7 Minuten bis erste Rakete in unserem Beobachtungsbereich. Wir haben keine Zeit mehr für einen Gegenschlag. Wie entscheiden Sie sich? Siehst du das? Da. Das sieht auf keinen Fall aus wie eine Rakete. Verdammt. Beobachtet weiter. Der Computer kann sich nicht täuschen. Ich verstehe das einfach nicht. Verdammt, Sie müssen diesen verfluchten Angriff bestätigen. Verstanden. Alle 30 Sicherheitskontrollen bestätigen den Angriff. Die Infrarotgeräte prüfen die
Triebwärme aller 5 Raketen. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Ich traue diesem Computer nicht. Wir warten. Wir warten, bis auf dem Radar etwas zu erkennen ist. Noch 6 Minuten, bis die erste Rakete in unserem zweiten Beobachtungsbereich sichtbar wird. Achtung, Kampfeinheit. Wir müssen damit weitermachen, auch alle anderen Satelliten zu überprüfen. Alle Satelliten müssen einwandfrei funktionieren. Jeder kehrt zurück an seinen Arbeitsplatz, sofort. Hören Sie auf das, was ich sage, und befolgen Sie meine Befehle. Wir haben noch höchstens 5 Minuten. Also weitermachen, weitermachen! Und 30 Sekunden. Die erste Rakete erreicht den zweiten Beobachtungsbereich in 3 Minuten und 30 Sekunden. Eine Minute. Die erste Rakete ist in einer Minute sichtbar. Arbeitet weiter, Genossen. Arbeitet weiter. Das siebte System. Die vierte. Noch 30 Sekunden. Die erste Rakete erreicht den zweiten Beobachtungsbereich in 30 Sekunden. Millionen Leben hingen am seidenen Faden. 25 Sekunden. Und niemand wusste davon. 20 Sekunden. Ich konnte diesen Gedanken einfach nicht loswerden. 14 Sekunden. Die Sichtbarkeit der Rakete hätte jetzt bestätigt werden müssen. Die Zeit ist abgelaufen. Und die Radare haben keinen Raketeneinschlag angezeigt. Ich wiederhole. Auf den Radaren wurden keine Raketen registriert. Stellt den Kanal auf 109. Männer! Ich hoffe, ihr seid noch alle am Leben. Glück gehabt. Verdammt! Meine Entscheidung war die einzig richtige. Ich hatte recht. Ich nahm das Mikrofon in die Hand und ich sprach allen Beteiligten über Lautsprecher meine tiefe Dankbarkeit aus. Was für eine Freude. Ich fühlte mich wie neugeboren. Männer, heute Nacht wird unser Land friedlich schlafen können. Vielen, vielen Dank. Ihr habt heute Großartiges geleistet.